Hallo, hallo Verkehrsteilnehmer. Was wird denn das jetzt hier? Der Psycho. Gottes Willen. Könnt ihr so richtig eng so kurz davor dann so machen? Ja? Gottes Willen. Ja, wild. Dann geht die wilde Fahrt jetzt los. Wir nehmen Platz. Ganz wichtig, Freunde. Anschnallen, nicht vergessen. Safety first. Puh. Ja, den Blinker, genau, den wollte ich auch noch zeigen. Achtung, Schwertransport! Okay, Hupe auch am Start. Wir müssen hier noch den Gang wechseln. Also, dass das legal ist, das wundert mich einfach. Der Wendekreis ist nicht so gut. Wir fahren jetzt mal hier lang. Wenn ich Polizist wäre, ich würde das Ding sofort anhalten. Sofort. Wo lang? Okay. Jungs, es geht los. Oh mein Gott. Das erinnert mich so ein bisschen an die Hot Rods. Wer schon was länger dabei ist, der weiß, wir sind ja mit diesen Hot Rods, mit Felix von der Laden und, oh Gottes Willen, mit allen möglichen gefahren. Von Köln bis nach Ibiza. Und es erinnert mich so ein bisschen daran. Aber irgendwie ist das hier noch mal ein bisschen wilder, weil es hat viel mehr Kart-Charakter. Hallo. Ja, hallo. Ist alles legal, ja. Also auch ein bisschen scary. Ich kann schon verstehen, warum die Dinger auf einmal nicht mehr legal sind. Man sitzt halt ultra flach auf der Straße. Das Ding hat einfach keine Federung. Boah, Junge! Junge, Gottes Willen! Oh Mann! Der ist coole Mo aus einer Ducati. Junge! Ich meinte gerade so, boah, das Ding hat gar keine Federung auf einmal. Boom! Also jeder feiert es einfach, so ein kleines Mini-Go-Kart. Hast du schon jemals einen Go-Kart auf der Straße? Nee. Oh, jetzt gibt's Ärger hier. Oi, oi, oi. Ja, jetzt müssen wir hier weg. Schönen guten Tag, hallo. Rückwärtsgang. Oh, wir haben Wheelspin. Bandscheibe ist raus. Okay, Boys, es geht weiter. Ah ja, David. Nach diesem Jump à la Mario Kart haben wir uns von diesem Schock erholt. Und die wilde Fahrt geht weiter. Safety first, Jungs. Zum Glück haben wir uns eben angeschnallt, sonst wären wir to the moon geflogen. Oh, schöner Kupplungsdeckel. Schmutzig! Junge, was denken sich die Leute denn? Also welcher geniale Typ kam denn bitte damals auf die Idee? Wie wär's denn, Jungs? Also ihr müsst euch vorstellen, da ist eine Firma, die baut irgendwie Motorräder oder so. Hey Chef, wie findest du denn die Idee, wenn wir einfach einen Rollermotor in ein Go-Kart packen, damit die Leute damit rumfahren können auf der Straße? Und der Chef so, say no more. Boah. Junge! Stellt euch mal vor, ihr seid 18 und euer Dad kauft euch einfach zum 18. Geburtstag dieses Kart und ihr fahrt damit einfach zur Schule. Was würden eure Kumpels denken? Was denken sich alle? Was ein Flex. Ey, der Bus kommt! Der Bus ist da. Gottes Willen. Oh. Ich habe gerade einen Herzinfarkt bekommen. Ich dachte, jetzt ist Schluss mit lustig, Jungs. Alles easy. Sieht sehr komisch aus, David. Er blinkt immer noch. Checkt es? David sieht irgendwie überfordert aus. Er sieht aus wie so ein Rentner, der endlich so einen fahrbaren Untersatz hat, damit er von A nach B kommt. Junge, David, er ist die ganze Zeit nur am Hupen. Man denkt, er wurde aus einer Psychiatrie entlassen. Hey, du siehst aus wie so ein aus der Psycho. Du siehst aus wie so ein Opa, der aus der Psychiatrie entlassen wurde. Den hat man hier festgegurtet und gesagt: Komm, Junge, fahr mal. Ja. Aber jetzt stellt euch doch mal vor, ihr fahrt damit einfach zur fucking Arbeit. Also. Vor allem mit dieser Fahne oben. Und danach erstmal ganz seriös ins Geschäftsmeeting. Okay, Leute, willkommen. Hallo.
Hallo Verkehrsteilnehmer, wir befinden uns immer noch in Berlin und wir fahren heute zusammen mit David. David Schmost, falls ihr ihn noch nicht kennt, er ist ein sehr bekannter Hinterradfahrer. Dann geht's jetzt auch mal voran. Guck mal, wie die Leute mich alle angucken. Es hat keiner mehr geguckt, das kann doch nicht sein. Hallo, David Schmust. Genau, wir sind immer noch in Berlin bei Coole Wo, aber ohne Coole Wo. Ich habe leider immer noch keine Spiegel dran, deshalb ich hoffe, das wird uns nicht zum Verhängnis werden. Die liegen aber schon zu Hause ready. Jungs, okay? Kennst du diese Ultra-Almans, die Fahrrad fahren, die diese kleinen Mini-Spiegel haben? Dann denke ich mir, warum habt ihr die? Warum habt ihr die? Weil das sind die, die dann so gucken. Ja, ist ja nix. Oh, jetzt fahre ich hier rüber. Oh, jetzt bin ich tot. Ja. Bro, ist grün? Hallo? Guck mal, der hat gelächelt. Das gibt's ja nicht. Hä? Der hat gelächelt. Nee, aber Spiegel gehören natürlich ans Motorrad. Ist natürlich verboten, ohne zu fahren. Ist mir gerade auch aufgefallen. Hier, yeah, Motokra. Geile Motokra. Oh, ich habe aus Versehen Wheelie gemacht gerade. Ach, da ist ein Bus. Der schiebt die weg. Cool, wie er rückwärts rausgepresst wird. Gott im Himmel. Hä, kann sie denn nicht rückwärts fahren? Was passiert jetzt? Oder? Sie kann nicht rückwärts fahren. Was wird denn das jetzt hier? Ich glaube, sie hat es nicht so verstanden hier. Die kann auf jeden Fall nicht rückwärts fahren. Hallo? Ja, sie können doch. Ja, weiter. Das passt. Sehr gut. Motokra. Ich glaube, hier ist nicht so cool. Hier ist auch überall Polizei, oder? Oh, ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Und du willst jetzt hier einen Circle Wheelie machen? Nee, David, das machst du nicht. Junge, guck mal, da steht Polizei. Da. Da ist das Auto. Ah, guck mal, die machen hier Wheelies. Könnt ihr so richtig eng so kurz davor dann so machen? Ja? Dann macht mal hier so drauf zu und dann so. Okay. Schon ein bisschen rutschig, ne? Ich glaube, er will jetzt hier so richtig lang swerven. Guck mal jetzt, David. Ja. Er haut, glaube ich, richtig raus, oder? Ja. Oh, das war schon close, ne? Junge, er hat's, glaube ich, schon drauf. Oh, Mann, ey. Boah, die Frau, sie hat gerade einen Herzinfarkt bekommen. Stabil. Also, ich glaube, ich stelle mich mal so einen Rand, weil ich gehöre da nicht dazu. Jetzt beschwert er sich. Guck mal, das stinkt. Oh, je, David, die Viertakter, das ist doch unmöglich hier. Ich glaube, die Polizei hat es nicht gecheckt. Profi-Fotograf! Oh, er legt sich richtig ins Zeug, was die Abgase mit Menschen macht. Ciao. Ciao. Oh, ich will da nicht lang, David. Gottes Willen. Boah, Motorradpolizei, die sind immer voll böse drauf. Ich habe so getan, als hätte ich in meinen Spiegel geguckt gerade. Ich will hier einfach nur weg.